Guten Morgen, liebe Freunde, und willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ich weiß nicht, ob man es mir ansieht, aber die Nacht war nicht angenehm. Ja, jetzt lacht sie so hinterhältig. Aber nein, sie kann nichts dafür. Sie ist wieder leicht krank geworden. Das ist einfach die Jahreszeit. Sie wird extrem schnell krank. Und dementsprechend war die Nacht halt extrem anstrengend. Sie ist, glaube ich, jede halbe Stunde aufgewacht. Und ich habe sie gerade versucht, wieder schlafen zu legen. Hat nicht funktioniert. Aber ja, hoffentlich wird alles besser und wir starten mal einfach mal in den Tag. Da Medina ja ein bisschen krank ist, gibt es eine Hühnersuppe, die habe ich gestern Abend noch zubereitet. Die hat sie auch gestern Abend gekriegt, ist was übrig geblieben und ja, deswegen gibt es das jetzt auch. Ist sehr lecker, deswegen eine größere Portion für mich. Sie ist auch schon voll bereit zum Essen. Ja, und ja, das wird jetzt gegessen. Ich war duschen. Ich habe Medina einfach auf den Sitz gegeben und vor die Dusche hingestellt und was zum Snack in die Hand. Hat sehr gut funktioniert. Sie ist immer noch ruhig. Ich mache mich ganz schnell fertig und dann müssen wir auch schon raus. Ich habe mich mit meinem Steuerberater verabredet. Und ja, ich will nicht spät dran sein. Hab's rausgeschafft und Medina ist gleich eingeschlafen, Freunde. Ich sag's euch. Es ist echt nicht mehr leicht mit der Babytrage. Es war von Anfang an nicht leicht, aber jetzt mit ihren 10, 11 Kilo ist es so echt schwierig geworden. Aber dort, wo ich hingehe, also dort, wo ich mich mit meinem Steuerberater treffe, dort gibt es keinen Aufzug und ich habe keine Lust, mit dem Kinderwagen hin und her zu tun. Und von dort aus gehe ich dann gleich zu meinen Eltern. Deswegen geht es mit der Babytrage voll. Ich werde öffentlich fahren. Ja, aber es ist echt anstrengend. Es geht voll in den Rücken. Jetzt in meiner alten Schule und das ist mein alter Klassenvorstand, das ist der Herr Eigner. Also an die BFI-Schüler, setz nicht zu ihm. Und das war meine alte Übungsfirma, Freunde. Ich war gut in der Schule und es ist voll krass, wieder hier zu sein. Darf ich euch filmen? Ja. Ganz süße Mädels. Und jetzt die jetzigen Schüler meines Klassenvorstands. Also es hat sich echt krass viel getan. Überhaupt zu Corona ist ziemlich viel digital geworden. Und generell ist es voll komisch, wieder hier zu sein. Obwohl es nicht so lange her ist. Ich bin vor 3 Jahren selber ja Schülerin hier gewesen. Und hier war mein Unterrichtsraum immer. Ja, also seid gut in der Schule. Ich war's auch, Freunde. Das war's auch schon mit dem Treffen mit meinem Steuerberater, denn mein Steuerberater ist mein ehemaliger Klassenvorstand und BWL-Lehrer. An dieser Stelle, Freunde, passt gut in der Schule auf, denn alles, was ihr in der Schule nicht lernt und in der Schule ist es kostenlos, kostet euch später eine Menge. Aber ja, er ist ein sehr guter Lehrer, ein sehr guter BWL-Lehrer und ein sehr guter Steuerberater. Ich vertraue ihm und das ist sehr, sehr wichtig bei Finanzen. Und ja, das Treffen ist beendet. Und ich, oh Gott, ich gehe jetzt zu meinen Eltern. Ich bin jetzt bei meinen Eltern, Freunde. Momo ist noch arbeiten, mein Vater ist kurz rausgegangen, meine Mutter abholen. Und heute ist der Tag, Freunde, wir haben es ja schon im letzten Video angekündigt. Mein Vater hat in 3 Tagen Geburtstag. Und ja, er bekommt ein Geschenk von uns, das haben wir ihm gegönnt. Ihr könnt noch immer raten, was es ist. Was glaubt ihr, was es ist? Und ja, ich glaube, er wird sich mega freuen. Heute hat er mit Andi noch darüber geredet. Und ja, ich glaube, er wird sich freuen. Malika und Medina schlafen. Wir sind jetzt zu Hause mit Andi und wir werden... Schön, FIFA spielen. Ja, Mann. Einfach Baba Draft. Was sagst du? Einfach nur Legenden. Schau, aber Legenden. Beste hier. Beste Cantona. Kanti, Mäcki. Medina und ich haben gerade den Mittagsschlaf gemacht. Er ist gekommen. Leute, wir überraschen jetzt. Genau, wir überraschen jetzt meinen Papa. Gibt euch einfach. Soll ich so machen?
Damit das genau sieht. Können wir ihn rufen jetzt? Warte, warte kurz. Baba, Kuhleiche. Ja, ja. Ja. Das ist ja. Das sind sie lieb. Das ist was ja. Ja, wir sind nicht da. Ja, das ist ja nicht so gut. Ja, das ist ja nicht so gut. Du siehst mal. Danke. Du siehst mal. Oh, er hat sich wohl gefreut. Ja, stellt sein Handy an jetzt, ja? Er hat sich gefreut. Er hat sich sehr gefreut. Aber er ist ein 60-jähriger Mann und so. Und er hat gesehen, dass ich Filme von dort. Ja, Liebe zeigen ist ihm so ein bisschen. Schwer, aber er freut sich sehr. Was sagst du dazu? Ja, war sehr lieb. Leute, wir haben ihn. Das hast du geschenkt. Cover. Es gibt Abendessen. Heute ganz klassisch asiatisch. Reissuppe mit Süßkartoffeln. Mumu bekommt extra wieder mal. Nudeln. Yum-Yum. Jeder gibt auf seinen Teller noch. Das sind so Reis. Wie soll ich sagen? Also dieses Weiße da besteht eigentlich aus Reis, gewälzt in Zucker ist das. Brauner Zucker und Sesam. Weißkohl. Gemüse, mein Liebling. Das sind etwa 1000-jährige Eier oder so. Ja. Sind aber nicht 1000 Jahre alt. Nur 500. Man nennt es so. Und Sauerkraut, chinesischer Sauerkraut. Ja, wir gönnen uns jetzt. Pfefferla. Pfefferla. Feuerfahrer. Es war ein richtig schöner Tag, aber alles schön hat ein Ende. Andi bringt uns jetzt nach Hause und ja, let's go! Wir haben für morgen Arbeitssachen gekauft zum Laufen. Wäre nicht krass. Brot. Wäre nicht krass. Versuchen Momo die ganze Zeit abzuhalten, diese Sachen zu kaufen. Leute, ich weil er ist verrückt geworden. Ja, er hat in letzter Zeit. Ich wollte nur eine einzige Sache kaufen und die beiden haben mir, die haben mich einfach demoliert. Ja, du bist fett. Fett. Ja, okay, passt. Ihr Lieben, wir sind zu Hause angekommen und Medina war schon extrem müde. Sie ist sehr krank und sie schläft voll schlecht. Also ich habe jetzt sicher 1,5 Stunden gebraucht, damit ich sie schlafen lege. Und sie wacht, glaube ich, jede halbe Stunde auf. Deswegen habe ich es ein bisschen eilig jetzt. Ich bereite schnell das Essen für morgen für Momo vor. Er schläft jetzt auch schon, deswegen bin ich ein bisschen leiser. Und ja, da mache ich mich auch bettfertig und werde schlafen gehen. Das war es eigentlich auch von diesem Video. Also, wir haben die Reaktion bekommen, die wir erwartet haben. Sogar noch mehr. Ich schaue mir das Video schon die ganze Zeit an. Ich finde, beschenkt werden, ja, das macht einen glücklich, aber zu schenken macht einen noch glücklicher. Ich habe mich wirklich sehr gefreut und ich freue mich immer noch. Wenn euch das Video so gefallen hat, wenn nicht, abonnieren nicht vergessen, denn es ist kostenlos. Und bis zum nächsten Mal, Freunde.